Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stranded Deep. Wir wollten essen, oder? So, 2 Gramm, meint ihr, das reicht? Es reicht. Und Wasser... Oh nein, kein Regen, was soll das? Oh Mann. Och Mann. Hab ich auch Mann schon gesagt? Ach komm, komm. Jetzt auch noch mit Nebel, oder was? Wir sind ja mittlerweile extrem gute Ruderexperten. So, oder? So, oder? Ganz ehrlich, ich habe ja gespeichert. Und wir fahren nur mit doppeltem Speed, weil ich will nicht aus dem Boot fallen. Ach Mist! Da fahren wir schon mal wieder übers Boot, ja. Das erste Mal sind wir links rum, das zweite Mal rechts rum, jetzt wieder links rum. Passt also. Mal gucken, wo die Boje kommt. Ach Scheiße, das ist jetzt wirklich schade. Jetzt wieder die ganze Zeit Regen. Zum Glück haben wir unser Hausball fertig mit Dach und alles drum und dran. Denn ist mir das so schnurzpiepe egal. Dann setze ich mich in meine Hütte und spiele Gameboy. Ich sage jetzt nicht das, was ich eigentlich dachte. Guck, die Boje ganz links. Ah, das ist perfekt. Das ist der perfekte Weg. Wir haben es mittlerweile echt gut drauf. Schade bloß, dass wir wahrscheinlich fast das letzte Mal dahin fahren. Ich wollte jetzt... Aber wo ist das Boot? Ist es noch da? Manometer. Machen wir doch nicht so eine Angst hier. Ich wollte ja eigentlich den Rest da abholen. Und dann müssten wir eigentlich nicht mehr dahin. Aber ich wollte auch gerne nochmal gucken, ob das wirklich alles Tauchpunkte sind. Und ob wir da vielleicht nochmal reinkommen können. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall noch. Eigentlich wollte ich das sogar diese Folge machen. Aber na gut. Hört er vielleicht bald wieder auf. Vielleicht ja schon, bevor wir da sind. Vielleicht ja schon, bevor wir da sind. Vielleicht ja jetzt. Jetzt. Ach Mann, der Wettergott ist uns nicht gut gesonnen. Da ist die Insel. Auch nicht aufhören. Spinnst du? Wir haben noch kein Tee. Ja, ich glaube, es ist wieder ein Doppelter, ne? Ich höre das Rudern nicht mehr, weil der Regen so laut ist. Schade. Also wir werden vielleicht von dieser Insel ein Stück nach rechts fahren, wenn wir wieder zurückfahren. Und dann halt wieder nach, wieder Richtung unsere Insel. Und dann müsste das ja eigentlich hinkommen mit Tauchpunkt abfahren, oder? Ich weiß nicht, aber ich denke. Also Lashings, 1, 2, 3 Pflanzen, Kartoffeln, auch mindestens 2 Pflanzen. So, ich wollte nur einmal um die Insel rumgehen und nochmal ganz genau gucken. Da ist nochmal eine Lashing-Pflanze. Also 4 Lashing-Pflanzen. Ohne Ende Krabben, große. Wobei wir auch die kleinen ohne Probleme essen können, glaube ich. Das ist dann egal. Gut. 4-mal Lashings. Außer wenn ich mich verguckt habe. Und 2-mal Kartoffeln. Und Kokosnüsse nehmen wir jetzt alle mit. Was haben wir denn noch frei? Ach guck mal, 2 Plätze haben wir auf jeden Fall noch frei. Ja, wie wär's denn mit Kartoffeln? Ja. Kartoffeln. Dass die immer aus den Krabbenlöchern rauswachsen muss. So, habe ich jetzt 3. Ja. Hat also geklappt. Kartoffeln ist ja auch wieder was Gutes, essensmäßig. Und wir haben auf unserer Insel ja leider keine. So eine, dann muss ich die Rockshard hier hinschmeißen.
Damn, haben wir Hunger? Ja, ein bisschen. Gut. Toll, eine Kartoffel jetzt noch. Dafür verbrauche ich natürlich keinen Platz, dann nehme ich lieber 4 Lashings noch mit. Obwohl wir die eigentlich gar nicht unbedingt brauchen. Aber ganz ehrlich, was soll ich sonst mitnehmen? Steine brauchen wir auch nicht unbedingt. Und ganz ehrlich, den Eimer hier. Das ist kein Eimer. Aber ihr wisst, welchen Eimer ich meine. Den hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil wir haben ja 3 Stück auf unserer Insel. Das sollte ja wohl reichen, oder? Ich schmeiß lieber mal alles hier auf den Haufen. Weißt du, wenn du ihn da so rüberschmeißt, dann bleibt er stehen. Aber wenn du ihn ganz vorsichtig hinstellst, dann kippt er um. Soll ich doch... Ach komm. Ich nehme Rockshards und nehme 4 Lashings mit. Das ist das, was wir wahrscheinlich noch am meisten brauchen. Das ist jetzt auch so fies. Wie lange regnet das denn noch, Mann? So, 2 Lashings. Und nochmal 2 Lashings. Na komm. So, Rockshard hier hinten hin. Vielleicht finde ich die irgendwann wieder. Wenn ich sie überhaupt brauche. Und hier waren noch 2. Habe ich jetzt 4? Jo. Gut, und das wird das sein, was wir mit auf unsere Insel nehmen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir sie finden. Und hip. So, Kompass. Wir sind doch... Ja, also ich würde sagen... So. So. So sieht gut aus, oder? Was ist jetzt doppelter? Nee, ne? Das ist doppelter. Gut. Lieber auf Nummer sicher gehen und kein Dreifache machen, weil... Alter. Dein Ernst? Das war doch nur ein Doppelter, oder nicht? So wollen wir fahren, oder? Du musst auch rudern. Also, ach, jetzt hört das doch wieder auf. Oh, na endlich, ey. Weißt du das? So. Wenn wir denn schon mal hier gerade auf dem Wasser sind. Ganz ehrlich, und hier ist ja auch kein Hai. Hier waren wir schon, oder? Ich meine, wir können jetzt nichts mitnehmen, aber wir können ja gucken. Genau, das war das Ding, was völliger Schwachsinn ist, ne? Genau. Das ist so scheiße tief. Da kommst du selbst mit der Taucherbuddel nicht hin. Also, Schwachsinn. Gut. Das da ist unsere Insel. Nö, gar nicht. Das da ist unsere Insel. Das heißt, ein Stück nach Nordwesten jetzt erstmal. Oder nach Norden meinetwegen. Oder pass auf. Das ist unsere Insel. Und ich behalte die genau im Auge. So, guck mal, jetzt sieht das so aus, als wenn da Palmen stehen, ne? Die wollen uns verarschen, die Leute. Wir behalten die auf jeden Fall im Auge. Damit wir nachher auch noch wissen, genau die ist das. Aber halt ein bisschen nach rechts rüber. Weil da... Nee, warte, ist das richtig oder falsch? Oder müssen wir nach da rüber? Wo waren denn nur noch mal die Tauchpunkte? Verdammte Axt. War das jetzt richtig? Das ist unsere Insel, stimmt's? Ach, und ich hatte die im Auge behalten, weißt du das? Das ist unsere Insel. Jetzt ist sie natürlich nach Nordwesten, weil wir falsch gefahren sind. Ach, Mann. So, Doppelter.
Warte mal, haben wir die auf der linken Seite, haben wir die gesehen, die Tauchpunkte. Aber als wir zurückgefahren sind, also zu unserer Heimatinsel, oder? Das heißt, wir müssen also nach hier jetzt nach links und nicht eben, wie, also nicht nach rechts, wo ich eben hingegangen bin. Ja, ich fahre jetzt erstmal zu unserer Insel, also auf unsere Insel zu, und dann werden wir die ja eigentlich nochmal wieder sehen. Wenn wir die sehen, fahren wir einfach schnell nach links rüber. Und da ist ein Hai. Super. Was für ein Hai? Einer, der tauchen kann zumindest. Scheiße. Jetzt sehen wir bestimmt gleich einen Tauchpunkt. Aber hier der Unterwasserwackeldackel ist da. Und es ist natürlich nicht unsere Insel. Echt dein Ernst? Nur wegen einmal so ein bisschen rumgepimmelt. Echt dein Ernst? Das ist hammerhart, ey. Das ist echt nicht unsere Insel. Dann ist die das, oder? Oder die? Die sieht aber echt interessant aus eigentlich. Scheiße! Und da ist noch ein Hai! Ah, zum Glück, der taucht auch wieder runter. Mist, verdammter. Ich kann jetzt auch nicht auf den Kompass gucken, weil die Haie hier halt sind. Die klödern mich gleich aus dem Boot raus und nehmen mich als Haihappen. Uhaha. Scheiße. Ich habe auch immer nur... Alter Schwede. Ich hab auch immer nur Scheiße im Kopf, ey. Die... An der kommen wir eigentlich vorbei, wenn wir zu unserer anderen Insel fahren, und dann ist sie links. Das heißt, es wird nicht die Insel sein, die wir jetzt gerade ansteuern, ja, weil da auch wieder Palmen sind, sondern die. Oder die? Verdammte Scheiße, Mann. Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, alter Wöder, wie guckst du nicht auf den Kompass? Aber es ist ja nicht mehr genau, hier Süden oder was, wenn ich wo da hin soll. Süden ja nicht. Westen meine ich. Ja, zumindest kann man nicht sagen, wir haben nicht ein paar Inseln gesehen jetzt, ne? Wir sind nicht drauf gewesen, aber wir haben die ja gesehen. Wir waren nah dran. Die wird's sein. Das sieht zwar jetzt auch aus, als wenn da Palmen sind, aber erst wenn das PNG ein bisschen weiter vorne ist, dann siehst du ja wirklich, wie die aussieht. Die verändert sich ja. Da geht ja die Palme weg. Hoffe ich. Ganz toll. Bitte. Bitte. Ploppt doch jetzt einfach mal auf. Ich hab jetzt... Bitte. Na komm. Hallo. Oh, jetzt mache ich auch noch Musik hier. Ein ganzes Orchester hier. Ja, kein Wunder. Wir fahren ja... Oh nee, da sind auch Palmen. Ich glaube das nicht. Jetzt kommt wieder die Mucke wieder aus. Oh nee, er hat nur einen weitergemacht. Scheiße. Ja, fahren wir jetzt erstmal hin. Und da ist schon Water ein. Ja, wenigstens ist schöne Musik. Das ist ja... Toll. Mann, ey. Also das ist nicht unsere Insel. Habt ihr gemerkt, oder? Hier sind nämlich Palmen. Ja, hol Kompass raus. Wir sollten eigentlich dahin fahren. Da wäre unsere Insel gewesen, wenn wir auf der anderen Insel noch gewesen wären. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Wir sind also aus Süden... Ich muss jetzt echt mal überlegen. Scheiße, was mache ich denn, du? Und es wird links dunkel. Ja, und wieder versaut. Das Haus ist... Ey, das ist so logisch gewesen, dass ich das so mache. Das Haus ist fast fertig. Ey, wollen wir von drin sind oder was? Scheiße, Mann, ey, das ist so... Ey, wollen wir Tauchpunkt angucken oder was? Würde, du hast einfach keine Ahnung, ey. Du bist zu behindert im Kopf, ey.
Ich ärgere mich so ein ganz bisschen doll. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Sag mir das. Hier, der kloppt uns bestimmt gleich aus dem Boot. Ich habe das schon so im Urin. Der kloppt uns jetzt gleich aus dem Boot. Warte mal, früher mussten wir immer genau zur Sonne fahren, oder? Ob das Sinn macht? Hör doch nicht auf zu paddeln. Du bist doch doof im Kopf. Da ist ein Hai. Sag mal, spielst nur mit deinem Leben rum hier. Meint ihr, die Sonne ist die Lösung? Nee, kannst ja nicht. Das ist ja genauso wie ein Kompass. Die Sonne ist gar keine Lösung. Aber da sind Palmen. Also hat das eh keinen Zweck. Oh Mann, ey. Jetzt ist das düster und wir können noch nicht mal schlafen. Weil... Und so. Ja, mach Taschenlampe an. Deswegen ist ein bisschen heimlicher. Dann kannst du dich an deine schönen Laternen erinnern, die in deiner fast fertigen Strandvilla mit Einzelbett stehen. So, die links von uns jetzt hat Palm. Und die hat Palm. Und die hat Palm. Das ist so scheiße, dass die erst... Ja gut, die hat wirklich Palm. Oh Mann, wir werden drauf gehen. Wir werden sowas von drauf gehen. Steuer jetzt die Insel. Nein, nein, nein. Steuer jetzt die Insel an und dann bleib erstmal auf dem Land. Ey, gut, spiel ein bisschen mit Sand. Das macht Spaß. Auf jeden Fall nicht hier immer mit den dicken Fischen. Guck mal, die sieht doch eigentlich aus wie unsere Insel. Mit dem Schiff davor. Und hier da ein Tauchpunkt und alles gut, alles gut. Aber nee, er will das nicht, dass es unsere Insel ist. So, wir sind an Land. Scheiß Hai, ey. Was gibt's hier denn? Zumindest gibt's hier kein Licht. Sticks. Lashings. Fässer. Palmen, leider. Das heißt nämlich immer, dass es nicht unsere Insel ist. Sonst aber nothing. Mittlerweile habe ich mich auch schon total verfahren. Und ich glaube, ich werde jetzt die Folge beenden. Was sagt der Timer denn? Weil ich habe ihn tatsächlich mal gedrückt. Komisch. Das ist vielleicht ein Omen, oder? Ich habe es endlich mal hingekriegt, auf den Timer zu kloppern. Und sofort habe ich mich komplett verfahren. Ob das Spiel und der Timer sich irgendwie nicht verstehen? Oder so? Das kann es natürlich sein. Ich werde mir die Folge jetzt nochmal angucken. Und wo wir losgefahren sind. Und versuchen das zu rekonstruieren, in welche Richtung wir fahren müssen, wenn wir hier sind. Ach scheiße, das wäre doch nie was. Als wenn ich so toll wäre, das auf Reihe zu kriegen, weißt du? Das kannst du wohl gleich ganz knicken. Ja, wir haben das Inventar voll. Wir brauchen nichts. Trotzdem schmeißen wir das Paddel dahin. Und guck mal, ob da... was drin ist. Das ist ja auch schon. Also so ein Lötbane-Duster ist das ja nun, ne? Und hepp. Scheiße. Und da ist auch noch voll viel drin. Ich guck erstmal, was da alles drin ist. Du brauchst doch jetzt nicht tauchen. Das ist doch genug. Was ist das? Eine Dose Bohnen. Was eigentlich cool wäre. Warte, gehen wir runter. Ein Eimer. Also, richtiger Schwachsinn. So, Dose Bohnen. Hier ist auch noch eine Konsole. Noch ein Eimer. Und eine Axt und ein Carburetor. Eigentlich ganz coole Sachen. Außer die Eimer. Die braucht man aber gar nicht. Hier hochglitschen. Super. Was ist da drin? Und Goggles. Goggles are permanently equipped. Geil, wir haben Goggles. Kann man da besser gucken? Unter Wasser?
Das Paddel ist schon halb weg gewesen. Ich dachte zuerst, was ist das denn, Alter? Ja, ja, cool. Das hat sich denn ja fast gelohnt. Zumindest ist es nicht schlecht, dass wir eine Taucherbrille haben. Was wiederum schlecht ist, ist, dass wir keine Insel mehr haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie wiederfinden. Ich will jetzt nicht das Haus schon wieder in den Stich lassen. Da ist noch ein Tauchpunkt. Diese Insel ist allerdings auch geil. Ich würde gerne wieder zurückkommen und die Sachen aus dem Boot holen. Obwohl, zwei Eimer brauchen wir definitiv nicht. Den Carburetor haben wir schon auf unserer Hauptinsel, falls wir sie wiederfinden. Wir finden sie wieder. Und die Goggles haben wir ja mitgenommen. Und die Axt, na gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ist der Hai wieder, okay. Na gut, wir schaffen das. Wir schaffen das definitiv. Wir finden unsere Hauptinsel wieder. Ich will meine fucking Hütte endlich fertig haben und mich im Regen da unterstellen können. Na gut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Ich bin raus. Ciao.